Es folgt ein episches Intro. Gut, die quatschen jetzt hier fröhlich. Sie guckt Fernsehen. Pfütze ist weg, das ist alles. Ah, hier ist noch Pop drauf, das ist gut. Sie könnte jetzt mal... Sie wollte ja unbedingt joggen, ne? Wohin könnten wir sie denn mal joggen lassen? In den Park. Hierhin joggen. Automatisch, richtiges Tempo, schweißfrei. Die hier verstehen sich hoffentlich gut. Ist Nick auch zu Hause? Ich sehe ihn nirgendwo. Was ist denn? Ach, das ist ein Telefon. Habe ich den Telefon gekauft? Schon lustig was. Aber er hat das Bild weitergemalt, habe ich gesehen. Sie ist ja noch ein Teenager und sie ist ja schon eine junge Erwachsene. Da joggt unsere gute Mutter vorbei. Da frage ich mich, ob die... Also verstehen sich ja gut, ne? So, Herr Jenny, viel freundlich. Vielleicht auch, die haben ähnliche Haarfarben. So. Joggen. Schweiß. Aber es ist, hat eine schöne Zeit. Sie ist erfüllt und da lief auch wer vorbei. Gut ausgeruht. Und ich habe ihr einen ihrer Wünsche erfüllt. Jetzt sehen wir die gleich tanzen. Und sie joggt in den Park. Und hat einen Ausflug gemacht. Ui, wer ist das denn hier? Hallo? Freundlich begrüßen. Wer bist du? Da geht sie. Wer ist denn das hier? Oder ist die Polizei? Hank. Mach jetzt nichts Dummes. Da ist ein Cop in der Nähe. Freundlich. Kennenlernen. Freundlich. Über Familie reden, von Kind schwärmen, von dem würde ich nicht unbedingt schwärmen wollen, aber freundlich, noch mehr kennenlernen, freundlich, der guckt irgendwie böse. Ach, Karrierefragen. Der guckt irgendwie böse. Aber guckt er nur verwirrt. Test, helfen Sie mir! Oh nee, doch, er guckt ganz nett. Hat eine komische Frisur. Bernhard findet das. Bernhard. Wer ist der denn? Bernhard Meister. Das ist ein sehr kreativer Name. Yeah. Ich höre keine Musik. Ach, guck mal, wer da jetzt nach Hause gekommen ist. Erstmal ein PC. Das ist der Nick. Zufälle gibt's, dass wir gleich heißen. Ich frag mich immer noch, ob ich mich gut getroffen habe oder nicht. Musik finde ich ein bisschen falsch zum Tanzen. Umschalten. Sie mag ja so sehr Elektro. Sie redet immer noch. Hält Maya für Sozia. Ja, da ist er. Was macht sie gerade zuhören? Nach Karriere fragen. Dass er arbeitslos ist. Auch gut.
Jetzt läuft er weg. Dramatische Geschichte erzählen. Bleib hier. Die dramatischste Geschichte war, dass du abgehauen bist. Hat er sein Essen auf die Erde gestellt? Ah, da kommt wieder die Flasche. Man, aber er freut sich, sie zu sehen. Das ist cool. Müssen wir hier mehr machen? Familie reden. Ich weiß noch nicht, ob es ihm gefällt. Eine Geschichte erzählen. Tratschen. Plaudern. Kennenlernen. Oh, romantisch. Flirten? Nein. Das Sternzeichen fragen. Das ist romantisch? Findet ihr es romantisch nach einem... Gewinn hat Bernhard als Freund. Das ist meine Mission. Oh, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Stein. Großer Stein. Ein Nierenstern. Ein Nierenstein. Und Fische. Ein Nierenstein auf Fische werfen, dann die Hände halten. Das möchte ich mit dir. Zwei grooven hier fröhlich ab. Eine Gruppe gründen. Sie reden über ihre Mutter. Meine Mama, weißt du? Das ist meine Mama. Die ist in der Blase da, siehst du sie? Er lacht doof. Sie noch genug Gesprächsstoff? Mal aufpassen, dass er nicht... Das machen wir. Wir werden zusammen die Stadt unsicher machen. Okay. Kompliment machen. Das sollte bei ihm hier erstmal reichen. Komm mit! Wir sind jetzt eine Gruppe! Ah, okay. Chihuahua Tuchu! Niborgo! Bass! Jetzt ist genug Platz. Sie tanzt schön weiter. Nick findet, dass sie okay ist. So, freundlich. Kompliment übers Haus machen. Freundlich nach Karriere fragen. Das mag der Herr bestimmt. Plaudern. Kennenlernen. Plaudern. Bittengruppe anzuschließen. Da machen die nachher die Stadt, die City unsicher. Oh. Ihre Hygiene ist jetzt nicht gerade so gut. Sie stinkt. Danach joggt sie mal wieder nach Hause, auch wenn sie Bernhard gerne als Freund möchte. Sternzeichen herausgefunden, Stier. Ups, falsches Haus. Let's see. Mesto wasa fumage, easy boss. The Blarco, maybe the Joy. That Boony, Double Dewar. Schalten auf. Boah, wieder so geile Musik. Ah, verdammt, hier hängt der Spiegel im Weg. Wobei ich auch nicht weiß, warum ich da einen Spiegel sehe. Oder hing der da?
Also, dass sie ihre Arbeitsklamotten nicht ausziehen, wundert mich. Ah, Gunadatak, Borbel Blargard, Ibi Nipzob, Stog, Toblet, Dakar. Weißt du, Alarmanlagen, ja? Ich bin bei der Polizei, da habe ich viele Alarmanlagen. Blaulicht, Rotlicht. Handschellen. Lass uns Handschellenspielchen machen. Du als Polizist und ich. Und dann Blaulicht, weißt du? Ich war mit dem Scheiß zusammen. So. Ich kann diese Gespräche nicht so gut wie ein gewisser jemand anders. So, wenn sie ihn in die Gruppe eingeladen hat und er auch angenommen hat, dann schicke ich sie zusammen mal in die Stadt. Hey, joggen, Frau. Oh, die Wolke dahinter. So, wenn sie dann zu Hause ist, kann sie erstmal duschen. Stinkst, Mutter. Ich schäme mich für dich. Also, sie schämt sich für sie, wenn sie sie sehen. Sie tanzt schön. Ich glaube, er kommt mit. Nick würde abhängen. Wir könnten schwimmen gehen oder im Whirlpool baden. Okay, dann mache ich mal hier auf Pause. Schwimmen gehen oder in einem Whirlpool baden. Oh, der Herr weiß, was er will. Komm. Da rein. Da muss ich dafür die erstmal hier hinschicken. Grundstück mit Gruppe besuchen. Ah, so geht das. Play. Ihr Mami ist duschen. Danach nimmt sich hier öffnen. Waffeln. Oh. Teller nehmen. Sind die da wieder hingelaufen? Musik hier, diese klassische Musik, finde ich cool für so ein Bad irgendwie. Wo gehen die jetzt? Nein, das vergessen. Schwimmen. Kommt der mit rein? Jetzt sehen wir die hier zusammen schwimmen. Komm, Freunde. Zieh die Badehose an. Nimm dein kleines... wie ging das mit? Pack die Badehose ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Und dann gehen... Aber irgendwie so ging das doch. Er ist reingesprungen. Er ist ein Mann. Na gut, das sind ja auch Mädchen. Wo geht sie hin? Okay, die zwei schwimmen zusammen und sie, was macht sie? Ist sie hin? Jenny Hermann ist schwimmen gegangen. Der Augenblick. Er will nicht mehr. Toll. Sind ihre Freunde gegangen? Freunde sind tatsächlich gegangen. Da laufen sie. Laufen sie weg vor ihr. So, kannst mal hier hin. Du. Hier hin. Geh. Achso, sie kann gar nicht joggen. Zu doof für wahrscheinlich. Hat sie hier jetzt noch die Reste drin? Waffeln. Hat sie Hunger? Warte. Ne, hat sie Teller genommen.
aufräumen. Das hier kann sie. Hat sie etwa keinen Spaß, oder? Oh, sie müsste mal auf Klo gleich. Erstmal wieder richtig hinsetzen hier. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Schloss geöffnet. Danach könnte sie mal würzen. Hä? Den. Benutzt sie das jetzt? Also sämtliches Geschirr. Ach, das stand auch noch da vom Frühstück. Ja, mach hier pissen. Müll rausbringen. Ich habe mich schon mal erwähnt, dass die Musik je nach Sender, also die Musik vom Popsender finde ich super eigentlich. Also das Elektro ist nicht so meins, aber alternativ geht auch hin und wieder mal. Also kommt drauf an, was genau da läuft. Kannst du hier auch mal gucken? Nein, er kann nur Geschenke. Was ist das denn hier? Müll. Aber die. Dann kann sie hier ihr Buch weiterlesen. Mord in schönen Sichten. Nee, was sollst du denn da jetzt wieder machen? So. Sie. Kann sie hier was im Haushalt tun? Nein. Hat wieder nicht abgezogen. Irgendwie. Kann die blöde Kuh nur nicht abziehen. Kühe rausbringen kann sie danach. Das Handy eines Sims klingelt. Möchtest du? Nein, ich will nicht mehr über Handys erfahren. Nein. Ah, ihr Handy klingelt. Rangehen. Geh ran. Sie ist müde. Verdammt. Geh an dein Handy. Na, was ist? Es ploppt nichts auf. Normalerweise ploppt doch jetzt hier auf. Ah, hier. Jogging total. Ziel eine Stunde lang verbringen. Hä? Und bring das Gerät zurück? Okay, ich nehme es mal an. Wahrscheinlich muss er einfach nur hingehen und hat dieses Spezialgerät schon. Sie könnte schlafen. Und sie will, geht erstmal auf benutzen. Ah, endlich. Dieses Balk, die Toilette belegt, die kann ich nicht fassen, ey.